Viktoria Golovic, danke, dass wir hier mit dir zum Morgen essen dürfen. Gerne. Jetzt ist ja so, dass heute spielfrei ist. Hast du wahrscheinlich am Samstag, vielleicht hast du morgen wieder Spiel. Ja. Gibt es da irgendeinen Unterschied, wo bezüglich zum Morgen, ob du jetzt in 2 Stunden Match hättest oder ob du jetzt eben erst morgen oder übermorgen Match hast? Ja, also wenn ich jetzt natürlich heute Morgen schon Match hätte, würde ich vielleicht schauen, dass ich je nachdem, ob ich noch Mittag essen könnte oder nicht, wie es zum Morgen würde anpassen, dass ich okay. Mehr oder weniger esse. Aber so, heute weiss ich, würde ich echt normal zu Mittag essen können. Also kann ich eigentlich so ein bisschen nach Lust und Laune zu mögen. Wenn kein Turnier ist, so zum Morgen zu Hause, normal, muss man da, gibt es da grosse Unterschiede? Oder ist das... Ja, höchstens vielleicht zum Morgen zu Hause ist nicht gerade so vielfältig wie da, weil man sicher nicht so viel Zeit nimmt, irgendwie so viele verschiedene Sachen können zu essen. Aber ich tue eigentlich gerne vielleicht auch einen Smoothie trinken am Morgen, dass ich so ein bisschen Früchte habe, ein bisschen Milch und vielleicht tue ich noch ein bisschen Proteinpulver rein. Je nachdem, dass ich schon so ein bisschen das Bödeli habe für den Tag. Ja. Und sonst tue ich eigentlich gerne Brot essen, ein bisschen Schinken und aufschneiden, muss immer sein. Also ist gar keine grosse Umstellung. Gibt es etwas, was du vermisst, wenn du ein Turnier hast? Nein, außer man ist im Ausland. Je nachdem, wenn man jetzt in Asien ist, ist es natürlich wieder anders. Dann tue ich tatsächlich auch ab und zu Reis essen am Morgen. Kommen wir zum Turnier. Du bist mit dem Halbfinale mit Sojanovic. Was ist so, wenn du jetzt vergleichst, so der Unterschied zwischen einem Einzel- und einem Doppelturnier, außer dass als Zweite auf dem Platz sind, aber ja. So mehr Spass im Vordergrund? Oder ist, was merkst du, was anders ist? Ja, sicher, mit dem Zweiten auf dem Platz ist schon ein Unterschied. Man trägt einfach nicht auch alles selber und gleich ist es auch ein Fun-Effekt dabei. Okay. Also, ja. Aber so Motivation ist genau gleich wie im Einzelnen. Es ist ja nur irgendwie ein Trostpreis, noch ein Doppel spielen. Nein, also für mich ist es genau gleich. Es ist immer so, wenn ich auf den Platz gehe, dann ist es so ein bisschen Professional Mode an. Was sind jetzt noch so, wenn du noch das Jahr anschaust, so die Highlights von 2017, die noch kommen für dich? Ich freue mich extrem auf New York. Also, ich finde die Stadt der Hammer. Okay. Und das ist so ein bisschen das nächste Highlight.